Ich glaube, er hat sich mit diesem Satz nämlich verraten. Das ist ganz, ganz eindeutig der erste Satz des Sith-Kodex. Die zweite Folge von The Acolyte zeigt uns mehr über Mays eigentlichen Plan, was ihr Ziel ist und dass die Jedi vielleicht doch ein bisschen Dreck am Stecken haben und versuchen da irgendetwas zu vertuschen. Generell wird uns ein bisschen mehr gezeigt über die Situation in dieser Galaxis, auch wenn es nur in Nebensätzen erwähnt wird und die Hauptstoryline immer noch die von May und Osha ist. Ich habe ein paar Vermutungen, was hier tatsächlich dahinter stecken könnte und wer hier sich hinter der Maske, die wir am Ende der Folge 1 nicht gesehen, aber gehört haben, verstecken könnte. Und all das möchte ich heute in dieser kleinen Recap mit euch einmal besprechen. Doch bevor ich dahin komme, möchte ich einmal noch kurz sagen, diese rote Pyramide mit goldenen Details gibt es immer noch, natürlich für euch, in meinem Shop zu erstehen. Die ist extra von mir geweathert, gedruckt, aus 3D-Druck-Resin und quasi ready gemacht für euch. Da drin versteckt sich eine kleine Lampe, die das Ganze beleuchtet und normalerweise ist das mit Magneten dann dran geklickt. Das heißt, ihr könnt euch das dann einfach in euer Regal stellen oder coole Shoots, Fotoshoots damit machen und so tun, als ob ihr ein Sith-Lord seid, der potenziell ein Holocron gefunden hat. Auch wenn ein Holocron was komplett anderes ist, denn das hier ist nur eine rote Pyramide mit goldenen Details. Außerdem, wenn ihr auf den Nerdfactory-Shop geht, findet ihr auch dieses coole T-Shirts plus noch zwei, drei andere Designs. Aber jetzt fangen wir an mit dem eigentlichen Thema und zwar mit der Folge 2 von The Acolyte. Ich habe die ja, wie gesagt, damals im Kino mit ganz vielen anderen Star Wars-YouTubern gesehen und konnte mich danach auch ein bisschen mit Leuten austauschen. Und es war natürlich nicht nur ein Star Wars-YouTuber dabei, es war auch Moviepilot zum Beispiel, Filmstarts und auch ganz viele andere Leute dabei. Und wir haben uns ein wenig über die Dinge, die da passiert sind, unterhalten. Und ganz besonders auf einen Punkt möchte ich jetzt schon mal eingehen, weil dazu wird es ein extra Video geben und ich möchte das direkt einmal ausklammern aus der heutigen Besprechung, auch wenn viele von euch vielleicht schon das in den Händen zippelt, dass ich darüber rede. Es geht um den Apotheker. Denn der Apotheker sagt einen ganz bestimmten Satz zu May und das in ungefähr der Mitte der Folge. Und bevor wir über alles andere reden, möchte ich das einmal kurz hervorheben. Denn er sagt ganz explizit, Frieden ist eine Lüge. Und Frieden ist eine Lüge ist der erste Satz des Sith-Kodex. Nun könnte es natürlich sein, dass dieser Meister, von dem wir hier reden, der quasi May diese Aufgaben gestellt hat als Akolytin, dass sie eben in diese Richtung geht, um hier trainiert zu werden und dann vielleicht unter seine Fittiche zu geraten, sich überhaupt nicht an die Regel der zwei hält. Ja, ich hatte das schon mal angerissen, es kann sehr gut sein, dass er einfach ein Holocron irgendwo gefunden hat mit Sith-Lehren, die eben die Regel der zwei nicht irgendwie beinhalten und er versucht, den Sith-Orden oder den Sith-Glauben neu zu etablieren, separat von allem, was mit Darth Plagueis und Co. gerade passiert, die der Regel der Zwei folgen. Ja, nur weil die Regel der Zwei gilt, heißt das nicht, dass es nicht irgendwelche Leute gibt, die irgendwo etwas von den Sith erfahren haben und versuchen, die alte, glorreiche Sith-Kultur wieder aufleben zu lassen. Es kann also gut sein, dass der Apotheker ebenso ein Schüler des Meisters ist, auch wenn er hier innerhalb der Folge eher sich selber so darstellt, wie jemand, der einfach nur ein Schmuggler ist, der da hinterhergegangen ist. Ich glaube allerdings, dass der Apotheker höchstpersönlich der Meister ist und wir hier ein klassisches Beispiel von dem sehen, was viele Leute tatsächlich von Jar Jar Binks die ganze Zeit erwartet hatten und dachten in Episode 1. Denn ja, es gibt die Idee des, ich glaube, Drunk Monks. Das ist so ein Kampfstil, der aussieht, als ob man besoffen wäre und quasi sich überhaupt nicht koordinieren kann, aber tatsächlich eigentlich nur gespielt ist und man eigentlich ein Meister von einem von einer Kampfsportart beispielsweise ist. Das wird immer Jar Jar Binks unterstellt. Da gibt es ganz viele Videos zu, super, super lustig, um zu zeigen, dass er eigentlich ein Sith Lord war oder zumindest so gedacht war. Und dieses Drunk Monk-Ding gemacht hat, um eben Erfolg zu haben. Und du siehst mehrmals, wie er Leuten quasi die Fresse haut und wirklich gerade in dieser Schlacht auf Naboo, als er als General da agiert, wie er sehr, sehr viel Damage verursacht und das scheinbar versehentlich. Und genau das ist jetzt der Gedanke, den ich zuallererst hatte, als ich diesen Apotheker sah. Generell schon an den Trailern und so dachte ich, irgendeine größere Rolle wird der spielen. Das ist nicht einfach nur irgendein Side-Character, der irgendwie May hilft, wie es jetzt hier aussieht. Helme. Artefakte aus dem Marvel-Universum. Coole Elemente.
für euer Zuhause als Dekoration. Manche davon, vor allem wenn man viele davon haben will, ein bisschen platzfressend. Wenn ihr so einen richtig coolen Sammlungseffekt haben wollt, ja, eine Art kleines Mini-Museum von Artefakten und anderen Dingen, wie zum Beispiel Waffen oder Helmen aus dem Marvel-Universum, dann kann ich euch nur Fanhomes neueste Kollektion empfehlen, wo ihr diese Helme, Artefakte und Waffen von Marvel Studios Filmen, genau filmgetreu bei euch zu Hause hinstellen könnt. Wenn ihr jetzt unten auf den Link in der Videobeschreibung geht, dann könnt ihr euch das Abo von Fanhome holen und eben diese kleinen Dinge regelmäßig zugeschickt bekommen und eure Sammlung Stück für Stück erweitern. Die sind aus ABS und Metall gefertigt, sind originalgetreu, wie gesagt, den Screen-Used Props und ungefähr 7 bis 8, 9 cm groß. Wir sehen, in einem kleinen Display-Case kommen die, sodass sie auch kein Problem haben werden, dass sie komplett eingestaubt sind oder so, sondern ihr habt das in dem Case, ihr könnt sie schön ausstellen. Es steht auch eine kleine Marke vorne drauf, hier zum Beispiel Avengers Endgame Iron Man Mark 85 Helm. Diese verschiedenen Produkte und verschiedenen, wie gesagt, Artefakte und Waffen und Helme aus dem Marvel Cinematic Universe könnt ihr euch jetzt mit dem Link zu Fanhome holen und eure Sammlung, eure Nerd-Sammlung erweitern. Also macht schon mal einen Platz im Regal frei und packt diese wundervollen Dinge in ihren kleinen Display-Cases da rein. Die Pakete kommen wie immer mit einem kleinen Magazin dazu, wo ihr ein paar Background-Informationen dazu euch anschauen könnt und ein bisschen mehr Wissen und Lore euch aneignen könnt zu diesen verschiedenen Ausstellungsstücken. Gleichzeitig supportet ihr mich natürlich damit, wenn ihr jetzt unten auf den Link klickt und euch das zumindest mal anschaut und überlegt, ob ihr euch das nicht bestellen möchtet. Wie gesagt, in regelmäßigen Paketen. Ihr werdet auch nicht davon komplett überschwemmt und könnt euch Stück für Stück Regalplatz freischaufeln, um diese einzelnen Elemente da hinein. Ich glaube tatsächlich, und das ist meine Theorie, zu der ich morgen noch ein bisschen genauer was sagen werde, das ist der Sith Lord. Das ist der Meister, der sich unter der Maske versteckt, der mit May geredet hat und der ihr die Aufgaben gibt. Es gibt einige Anzeichen davon noch neben diesem Satz. Ich werde da nochmal genauer darüber reden. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt erstmal abhaken. Ich glaube, er hat sich mit diesem Satz nämlich verraten. Das ist ganz, ganz eindeutig der erste Satz des Sith Codex. Und es passt zu dem ganzen Thema, was ich auch schon in der ersten Folge gesagt habe, dass die Idee hier sein könnte, dass jemand alte Sith-Aufzeichnungen gefunden hat und diese einfach rezitiert, wie als ob jemand ein altes Glaubensbuch findet und zu diesem Glauben eben rübergewandert ist und diesem jetzt ganz strikt nach dem Satz folgen will. Dass er einfach das Beispiel startet, in einem normalen Gespräch mit Frieden ist eine Lüge und May auch sagt, ja, ich weiß, das sagst du so nach dem Motto, ah, das sagst du ständig. Ich glaube, dass der Apotheker tatsächlich der Meister ist und ja. Aber das ist aus dem Weg geräumt. Wie gesagt, morgen um 15 Uhr gibt es ein explizites Video nochmal dazu. Davor übrigens immer auch noch den Livestream, so wie heute ja auch vor dem Video ein Livestream kam. Die nächsten 24 Tage, nur für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, werde ich jeden Tag live sein und verschiedenste Dinge machen. Ihr entscheidet das tatsächlich immer im Stream davor, was ich in den nächsten Stream mache, per Abstimmung. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen in der Theorie auch wieder. Aber jetzt reden wir weiter über die zweite Folge. Ich fand nämlich, hier wurde sehr schön dargestellt, wie die Dynamik der Jedi ist. Ja, gerade mit Coruscant. Wir wissen ja, das ist das Ende der High Republic-Phase und der Übergang zu dem, was wir aus Episode 1 kennen. Die Optiken der Klamotten zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit, was in den Comics und Romanen dargestellt wird, was dann in Jedi Survivor gezeigt wird aus der High Republic. Und jetzt eben hier, das ist so ungefähr die Chronologie, wie quasi die verschiedenen Phasen der High Republic sind, sehen wir, dass es immer ein bisschen weiter abgestuft wurde. Die Jedi wurden alles ein bisschen simpler zu Episode 1 hin, aber hier die Klamotten der Jedi und ihre ganze Art und Weise, gerade was Venestra, Soul und vor allem Yord angeht, das ist sehr elitär, das ist sehr überlegen und das selbst im Verhältnis scheinbar zwischen Coruscant und anderen Jedi-Tempeln, denn der Tempel auf dem Planeten, wo wir uns hier befinden, ist tatsächlich auch wohl nicht unbedingt im Auge von Coruscants,
eigentlichen regelkonformen Ideen des Jedi-Ordens. Die zwei anderen Jedi neben dem, der sich hier dann selbst vergiftet, die wir sehen, die sagen ja direkt zur Begrüßung, ja, krass, dass Coruscant sich um unsere hier, unseren kleinen Einbrecher hier kümmert. Das ist ja eigentlich komplett lächerlich. Und die sind auch deutlich mehr im Look wie die Jedi aus Episode 1, 2 und 3, die wir kennen. Ja, sogar eher aus 4, 5 und 6. Bisschen abgefragter, dieser etwas dickere Padawan mit dem Padawan-Zopf, der hat ja sogar Klamotten an, die sehr dem ähneln, was Obi-Wan Kenobi in der Obi-Wan-Serie anhat, als eben ein Jedi, der nicht mehr aktiv ist. Also wir sehen hier, dass es auf jeden Fall einen großen Unterschied zwischen den Coruscant-Jedi und den anderen Jedi in der ganzen Galaxis gibt und das vielleicht auch so ein kleiner Konflikt zwischen den Verständnissen, wie ein Jedi zu leben hat oder nicht, hier zwischen Coruscant und dem Machtzentrum der Jedi und den Rest der Jedi stattfindet. Auch, dass sie jetzt hier mit diesem Jedi Meister, der dieses Gelübde abgelegt hat, sprechen wollen, der den gleichen angeklebten Bart aus Episode 2 von Obi-Wan Kenobi hat, was ich auch nicht verstehe, also das ist irgendwie ein komisches Design von dem Charakter, der ist ja jetzt auch nicht sonderlich, also der sieht nicht sonderlich alt aus, aber irgendwie doch, er sieht aus wie ein Alt, das ist so ein ganz, ganz komisches Ding bei dem. Und hier sieht man dann aber auch nochmal ganz am Anfang direkt, als May hier einbricht, wie mächtig man sein kann, wenn man quasi, nicht im Reinen mit sich selbst, weil das lernen wir ja, ist ja nicht, aber wenn man quasi meditiert als Jedi, wenn man trainiert ist, wenn man sich mit der Macht verknüpft, wie stark das sein kann. Und da finde ich zum Beispiel die Effekte ganz cool, dass man diese Barriere, diese Energiebarriere der Macht um ihn herum nicht sieht, aber wenn sie dagegen schlägt, dass die Hand sich quasi, dass sie eingedrückt wird, die Haut, und dass man sieht, dass da eben eine Sphäre ist, das finde ich ist ein sehr schöner Effekt. Das hätte man nicht machen müssen, aber dieses Detail, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und dass sie als Assassinin, was wir ja hier auch lernen, ganz spezielle Jedi auf dem Ziel hat und dass es nicht nur darum geht, dass irgendwie ihr Meister ihr gesagt hat, bring random Jedi um, sondern dass sie eine komplette Liste von Jedi hat, an denen sie sich rächen will, weil diese etwas getan haben in ihrer Vergangenheit, was ihrer Meinung nach, je nachdem, was jetzt wirklich passiert ist, aber was ihrer Meinung nach ein Verbrechen war, und sie muss sich an diesen Leuten rächen. Offenbar, und das lernen wir dann im Kampf zwischen Soul und ihr, denkt sie auch, dass Osha tot ist. Und genau wie Osha dachte, dass May und der Rest ihrer Familie tot ist, scheint May zu glauben, dass Osha und vermutlich auch der Rest ihrer Familie hier ebenfalls gestorben ist. Es ist also so eine Diskrepanz. Irgendwer lügt hier auf jeden Fall. Wir vermuten natürlich zuallererst, dass es der Sith ist oder eben ihr Meister ist, der sie belügt oder wer auch immer sie trainiert hat. Es suggeriert sich aber auch gerade mit der Tatsache, dass der Typ mit dem Gelübde, als er realisiert, wer da vor ihr steht, sein Gelübde bricht und sagt, ich habe genau auf dich gewartet, danke, dass du mir diese Vergebung mit Gift gibst. Also es ist genau das, was der Apotheker ihr quasi gesagt hat, dass die Jedi den Traum leben und das, was auch der Meister gesagt hat, dass der Akolyt den Traum zerstört und dass man ihnen quasi, dass sie nicht so rein sind, wie sie denken zu scheinen. Also auch so diese ganze Geschichte von, was auch Luke in Episode 8 beispielsweise sagt, dass die Jedi halt ja Hypocriticals sind. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch, Heuchler? Ist vielleicht so ein bisschen das Ding, dass die Jedi auch so ein bisschen heuchlerisch sind, dass sie nicht die Guten unbedingt sind, sondern dass sie auch sehr viel Dreck am Stecken haben und aber so tun, als ob sie die Guten und die in Balance stehenden mit der Macht sind. Und er, dieser Jedi-Meister hier speziell, ist quasi das Beispiel dafür, dass er sieht aus, als ob er im Reinen mit sich ist. Ja, er meditiert, er ist so mächtig, dass er diese Barriere um sich herum formen kann, was wir vorher noch nie in Star Wars, zumindest nicht im Live-Action-Bereich, gesehen haben, dass diese Macht existiert, dass er mit einer Force-Barriere sich selbst schützen kann, dass er schwebt, er wirkt, als ob er komplett im Reinen mit sich ist. Ja, es suggeriert so ein Mönch, der dieses Gelübde abgelegt hat, um komplett connected mit der Macht zu sein, mit der hellen Seite und im Reinen mit sich zu sein. Aber eigentlich tut er das nur, weil er ein schlechtes Gewissen hat, wegen Dingen, die er in der Vergangenheit getan hat, weil er Dinge getan hat, die zu viel, viel Schmerz geführt haben. Und was das ist, das erfahren wir sicherlich noch in den späteren Folgen. Ich habe theoretisch Folge 3 und 4 schon verfügbar. Ich kann mir die schon angucken, aber ich habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen, damit ich jetzt nicht unbedingt mich vorspoiler. Ich werde dann 3 und 4 jetzt die nächsten Tage schauen und dann eben dann die Recaps drehen zu 3 und 4. Das heißt, jetzt zu diesem Zeitpunkt kann ich auch nur spekulieren. Viele Leute haben das schon gesehen von der Presse. Es gibt da so ein paar Sachen, die ich schon gelesen habe, die angeblich in der Folge passieren, das Leute nicht so gut finden. I don't know why, weil das, was ich gelesen habe,
klingt ziemlich cool, aber der Knackpunkt ist, das, was wir jetzt bisher wissen und anhand von dem aus dem Trailer und von dem, was jetzt quasi gerade in dieser Folge zu sehen war, scheinen die Jedi irgendetwas auf dem Heimatplaneten von Mae und Osha getan zu haben. Ich vermute ja, dass diese Machthexen auf diesem Planeten aktiv waren und die Jedi eben gesagt haben, ihr müsst aufhören, ihr dürft keine Machtnutzer hier trainieren, ihr dürft keine Machtnutzer sein, ihr müsst damit aufhören oder der Jedi-Orden wird hier seinen Fuß niederslammen und die haben nicht aufgehört und dann hat der Jedi-Orden dieses Dorf wahrscheinlich höchstpersönlich angezündet und es Mae in die Schuhe geschoben und gesagt, ja, Mae hat das Dorf angezündet und alle hier umgebracht, aber tatsächlich waren es die Jedi und diese Jedi, die hier stationiert waren, wissen davon. Ich kann mir vorstellen, dass Soul es vielleicht nicht weiß, weil er war ja selber nur ein Schüler, aber Indara und Kelnaka, der ja Wookie, sowie auch der, der hier sein Gelübde abgelegt hat, könnten potenziell die Jedi sein, die ja auf dem Heimatplaneten von Mae da großen, großen Schaden angerichtet haben und Leute zum Tode verurteilt haben, weil sie eben dieses Dorf angezündet haben. Und wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Typ, der das Gelübde abgelegt hat, deswegen sich dann mit dem Gift vergiftet, weil er hat versucht, quasi alle Kontakte zur Außenwelt, seit 6 Jahren war es ja, glaube ich, abzuschotten und nicht mehr mit irgendwem zu reden und einfach in sich zu kehren und zu meditieren. Das ist ja das, was die Jedi auch immer wieder lernen. Du musst meditieren und deine Emotionen in den Griff zu kriegen und runterkommen und dich davon lösen, von allem Weltlichen lösen. Nur die Macht ist da und so weiter und so fort. Er hat halt seinen vermeintlichen Frieden damit gefunden, aber eigentlich ist er innerlich immer noch sehr, sehr zerrissen und fühlt sich schlecht. Und das so weit, dass er suizidal ist. Und als er realisiert, dass diese Person, die da eingebrochen ist und ihn angegriffen hat, nicht irgendein Assassine ist, sondern Mae von diesem Dorf, als sie ihm das sagt und erklärt, ich bin das, du schuldest mir etwas, und er das realisiert, löst er sein Gelübde auf und vergiftet sich, weil er eben dieses 15 Jahre lange schlechte Gewissen hatte, dass er sie getötet hat oder dass er die Familie oder das ganze Dorf oder was auch immer, wie viel Schaden sie auch da angerichtet haben. Ich denke, das ist der Punkt, warum er sich vergiftet. Mir haben sehr viele Leute schon unter die erste Recap geschrieben, dass das ja gar keinen Sinn macht. Warum vergiftet er sich? Der war doch in seinem Gelübde. Und ich glaube, das ist halt genau das, was die Leute übersehen. Und das wird ja in der Serie auch angesprochen, ja? Auch wenn es nicht aktiv erklärt wird. Es wird nicht einfach gesagt, ja, die haben ja das gemacht auf deinem Heimatplaneten und deswegen machst du das. Das ist ein Reveal, der später noch kommen soll. Aber offensichtlich, der Apotheker spielt darauf an. Er sagt, hey, du weißt, dass diese Leute, die du hier jagst, ein schlechtes Gewissen haben. Du weißt, was sie getan haben. Du weißt, dass ihr Frieden eine Lüge ist und dass sie nur sich quasi so tun. Und wenn du richtig mit ihm redest, wenn du ihm die richtigen Sachen... Also der Apotheker gibt Mae auch so ein bisschen so eine Instruction der Manipulation. Du kannst auch auf andere Arten und Weisen Dinge zerstören. Auch wieder, wie der Typ am Ende der ersten Folge sagt, der Akolyt zerstört den Traum. Und der Traum in dem Fall ist der Frieden, die Ruhe und die Einigkeit mit der hellen Seite der Macht. Und die Zerstörung davon ist teilweise auch einfach nur sich hinzustellen und zu sagen, hey, du bist nicht so rein, wie du glaubst. Du kannst so lange hier rumschweben und deine Machtbarrieren machen, wie du willst. Das, was du getan hast, ist immer noch furchtbar und böse und dunkel. Und du wirst niemals mit der hellen Seite der Macht verbündet sein, solange du diese Last auf dir liegen hast. Und wenn du das jetzt wieder gut machen willst, dann trinkst du dieses Gift. Denn ich will, dass du stirbst und für deine Verbrechen bezahlst. Das ist deine Todesstrafe. Nimm sie. Und wenn du diese Strafe gesühnt hast, dann bist du wieder rein. Das ist der Punkt dieser Szene, das ist der Punkt, warum er sich vergiftet. Er vergiftet sich nicht einfach nur so und sagt, ach ja, Mae, na klar, da trinke ich doch mal diese grüne Suppe. Sondern das ist seine Schuldgefühle. Es geht darum, dass die Jedi nicht die Guten sind. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, generell in unserer Welt auch. Es gibt nicht die Guten und die Bösen. Es gibt nie die Guten und die Bösen. Es gibt immer schlechte Menschen, egal in welcher Struktur. Das ist halt so ein Kernelement von unserer Welt und das ist hier auch mit dargestellt. Hier ist dargestellt, die Jedi, die für uns die Guten sind, waren nie wirklich die Guten in ihrer Gesamtheit. In Jedi-Orden gab es immer irgendwelche Leute, die einfach machtbesessen waren. Das ist eben ja genau das, was in den Prequels und in Clone Wars thematisiert wird und was eben auch, und da sage ich es nochmal, Luke Skywalker in Episode 8 sagt, was auch sehr gut festgestellt war und was auch die Intention von, by the way, George Lucas war. Die Jedi
sind korrupt. Die Jedi haben auf dem Höhepunkt ihrer Macht, wurden sie machttrunken und haben das eigentliche Ziel aus den Augen verloren, eben die Guten zu sein, und wurden dadurch auch mit die Bösen, weil sie eben aus bestimmten Elementen, ich meine, die sind stinkreich, leben auf Coruscant, das siehst du ja hier auch, selbst die Jedi aus Coruscant sind super edel und super, haben super hochwertig, alles ist mit Gold verziert, und hier dieser Jedi-Tempel ist sehr runtergekommen, asketisch, die Leute haben so ein bisschen lotterliche Klamotten an, und ja, wie gesagt, offensichtlich gibt es eine große Diskrepanz auch innerhalb des Jedi-Ordens, und auch die Jedi sind quasi die Reichen, denen es gut geht, und der Rest der Galaxis ist jetzt nicht unbedingt selbst unter der Herrschaft der Republik mit, wie in der ersten Folge steht, einem Millennium quasi an Frieden und keinem Krieg mehr in der Galaxis, sehen wir trotzdem, dass es sehr, sehr viel Armut, sehr, sehr viel Gewalt und Kriminalität gibt, die trotzdem stattfindet, obwohl die Jedi in der Galaxis sind und auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Message auch von dieser Serie wahrscheinlich, aber auch eben die wir hier in dieser Szene ganz besonders sehen. Die Jedi sind nicht die Guten. Es gibt Jedi, die gut sind, aber die Jedi als Ganzes sind nicht zwangsläufig die Guten. Aber auch nicht die Bösen. Also das ist auch super wichtig. Es ist halt beides. Und auch die Leute, die quasi gegen die Jedi sind, sind nicht unbedingt immer die Bösen. Ich denke, dass Mei im Endeffekt am Ende der Serie jetzt nicht komplett auf die dunkle Seite überläuft, sondern dass sie quasi zurückgezogen werden kann. So wie Darth Vader zurückgezogen werden konnte am Ende von Episode 6 und so wie Kylo Ren zurückgezogen werden konnte. Das ist ein Motiv in Star Wars, was es immer und immer und immer wieder gibt, dass man nicht immer böse oder gut ist. Das ist ein Kernmotiv von Star Wars, von Anfang an. Leute können von der dunklen Seite zurückgeholt werden und Leute können von der guten Seite ins Dunkle langsam marschieren, ohne es wirklich mitzubekommen. Aber es passiert ja noch ein bisschen mehr. Wir sehen hier auch, wie Yord tatsächlich jetzt beginnt, Osha zu vertrauen, aber auch erst, nachdem er sie bespitzelt hat. Dass Osha hier sich einfach von der Gruppe trennen kann, beziehungsweise sie trennt sich ja nicht wirklich von der Gruppe, weil Yord ihr eben hinterherläuft. Alle anderen vertrauen ihr scheinbar, aber Yord eben nicht. Ergibt für mich auch komplett Sinn. Das wurde auch so ein bisschen kritisiert, habe ich gesehen. Jackie und Saul vertrauen eher von Sekunde 1 an. Jackie vertraut ihr wahrscheinlich auch primär, weil sie eben die ehemalige Schülerin ist. Ne? Also die haben sehr viel gemeinsam. Sie ist die ehemalige Schülerin von Saul, und wenn Saul ihr vertraut, dann vertraut Jackie ihr natürlich auch. Yord ist dann ein bisschen anders. Er ist ja auch dieser regelkonforme, strikte Typ, und der muss halt nochmal weiter hinterhergehen. Ich finde das interessant, dass das scheinbar auch der schnellere Weg da zu dieser Kammer war. Also ich verstehe gar nicht, warum die Jedi in dem Orden einen anderen Weg gegangen sind und nicht diesen Weg gegangen sind. Aber ich finde, das zeigt auch nochmal schön so diese Connection zwischen Mei und Osha, also dass halt Osha spürt, dass Mei hier ist. Und das ist halt offensichtlich, diese Zwillinge in der Macht sind irgendwie miteinander verbunden, und ich sehe da eine sehr schöne Parallele zu der Dyade in der Macht. Das wurde ja in Episode 9 dann aufgegriffen. Was ein sehr schönes Element ist, was ich hier jetzt auch in Episode 2 noch mehr hatte, ist natürlich das ganze Set-Design. Ja, diese Stadt, als wir das zusammengeguckt haben, hat zum Beispiel Star Wars Stories mir auch ins Ohr geflüstert, dass es sehr den Look von Star Wars Eclipse, von diesem Trailer, den wir da mal gesehen haben, hat, von diesem Videospiel, was irgendwann bestimmt mal rauskommt. Und für mich natürlich aber auch so ein bisschen einen Vibe wieder, auch was die Dialoge anging, also das hat sich von der ersten Folge jetzt hier auch in die zweite gezogen. Es hat einen KOTOR-Vibe einfach, so diese ganze Struktur hier, ich finde, das hat sehr, sehr diese klassischen Star Wars Videospiel-Vibes, die ich sehr, 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 sehr liebe, und deswegen gefällt mir das eigentlich auch wirklich gut. Ich finde es lustig, wie die Jedi jetzt Osha, nicht Osha, sondern Mei hier stellen wollen, dass sie Osha hier in den Laden schicken und der Apotheker nicht sofort realisiert, wer das ist, dann wie er sich dann gibt und sagt, oh, ich bin nur ein Schmuggler und ich helfe ihr, Sachen zu bekommen, ist auch wieder sehr, sehr suspicious. Er stellt sich offensichtlich auch dumm, also das, was er sagt, ist offensichtlich manipulativ, und er hat Erfolg bei den Jedi, weil sie wissen ja, dass er mit denen zusammenarbeitet oder dass er mit den Bösen da quasi zusammenarbeitet, aber er ist für sie jetzt nicht die Main-Bedrohung. Und ich glaube, genau deshalb ist das wieder so ein Ding, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er es eben doch ist, weil sie standen vor dem Bad Guy, der es am Ende ist, aber er war es nicht. Und es gibt im Trailer ja, oder in den Trailer-Clips ja, so eine Szene, wo der Helm von dem Meister auf dem Boden liegt und er daneben steht und Saul ihm gegenübersteht. Und ich wette mit euch, das ist ein Shot, wo sein Gesicht dann zu sehen ist. Ansonsten passiert tatsächlich hier nicht allzu viel noch in der Folge. Wir sehen auf jeden Fall das Verhältnis zwischen den Schwestern. Also Osha denkt tatsächlich auch, Mei hätte alle umgebracht in ihrem Dorf, und sie will auch Rache an Mei, also sie wird auch von den Rachegedanken verfolgt, und sie löst sich auch so ein bisschen von diesem Konzept, ey, ich bin kein Jedi mehr, und du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht mein Meister.
wenn ich Rache nehmen will, dann nehme ich Rache. So, also es ist auch dieses Star Wars Underworld-Ding ist, dass eben nicht alle so rein sind, wie die Jedi vorgeben zu sein. Das finde ich auch sehr schön, finde ich sehr gut, dass es nicht einfach ist, dass sie jetzt sich einfach weiter verhält wie ein Jedi, obwohl sie schon seit 6 Jahren keiner mehr ist. Ich finde es auch wichtig, dass man sieht, dass sie nicht trainiert hat. Ja, sie kann die Macht noch ganz leicht benutzen, sie ist immer noch machtfähig, aber sie hat nicht trainiert und das ist auch wieder ein sehr wichtiges Element, was eine Parallele zum Beispiel Obi-Wan Kenobi zu der Serie ist, wo er auch lange die Macht nicht genutzt hat und deswegen damit struggelt, sie wieder zu benutzen. Ich fand die Folge insgesamt sehr gut, ich fand das sehr cool, wie sie dann am Ende so diesen Police-State- Move machen und mit dem Schiff, mit dem Scheinwerfer zu Mei fliegen. Ich fand die Kampfchoreografie zwischen Soul und ihr fand ich richtig geil, wo du auch siehst, wie überlegen Soul ist im Kampf mit ihr und er quasi die ganze Zeit ihre Moves schon mehr oder weniger kennt und ihr die Messer eben auch abnehmen kann und sowas und sie quasi in die, aber nie angreift, sondern er entwaffnet sie einfach nur. Das ist, was ein Jedi sein sollte. Und ich glaube, das ist auch so ein Schema, was wir immer wieder sehen werden in dieser Serie. Soul ist so das, was ein Jedi eigentlich sein sollte. Er hat ja nicht umsonst diese Qui-Gon-Jinn-Vibes. Yord ist so das Beispiel, wie die Jedi vorgeben zu sein, aber in Yord ist wahrscheinlich auch noch sehr viel Konflikt und es würde mich auch nicht wundern, wenn dieser Konflikt, diese Regelkonformigkeit von Yord irgendwann kollidiert mit dem Konzept der Jedi und er vielleicht sogar auch dem Orden seinen Rücken kehrt. Ist auf jeden Fall, ich finde das sehr, sehr spannend, ich finde das sehr, sehr cool hier alles und ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiter noch entwickelt, wie sich die Beziehung zwischen Mei und Osha weiterentwickelt, was die Backstory ist, was die Jedi wirklich im Detail auf dem Planeten gemacht haben. Irgendwas Böses muss es gewesen sein, sonst hätte der Typ sich nicht vergiftet. Und warum Mei jetzt hier die Rache will und was eigentlich dahinter steckt, ob Soul vielleicht sogar davon weiß. Und natürlich Kalnaka am Ende, super, super cool. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie der Wookiee Jedi hier noch weiter auftaucht. Denn Wookiees sehen wir ja in Star Wars immer sehr impulsiv dargestellt. Ja, die sind sehr reaktionär, impulsiv und wirken fast emotional, was natürlich auch daran liegt, dass ihre ganze Sprache aus Schreien besteht. Aber sie wirken sehr aggressiv und sehr emotional relativ schnell. Und das ist ja auch, was Han Solo sagt. So, ey, mit einem Wookiee sollst du nicht spielen, so, sonst reißt du dir deine Arme ab. Ich glaube, das wird sehr interessant, Kalnaka in der nächsten Folge kennenzulernen und zu sehen, was macht ein Wookiee Jedi aus? Ich finde alles eigentlich sehr cool. Ich finde, das ist sehr schön aufgebaut und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich, den Rest dieser ersten Staffel zu sehen und ich hoffe, dass noch mehr Staffeln kommen, weil ich habe das Gefühl, hier ist so viel Potenzial, auch die Welten, die wir hier sehen, zu erkunden, die Hintergründe zu erkunden, was noch alles passiert, die Lore, die da noch dahinter steckt. Und das ist das, was ich ja so sehr mag. Ich weiß, andere Leute finden das scheiße, die wollen nicht die ganze Zeit Lore-Dumping haben, aber für mich persönlich ist es, warum gucke ich eine Serie? Ich gucke eine Serie, um unterhalten zu werden und für mich ist Unterhaltung eine Welt kennenzulernen und mich in dieser Welt zu verlieren. Und ich finde, das macht diese Serie schon so gut, weil sie gibt einem so kleine Hints und kleine Stückchen an Lore und baut so langsam dieses Konstrukt auf, sodass man in seinem eigenen Kopf schon was hat, was noch nicht wirklich ausgesprochen wurde oder gezeigt wurde. Und ich bin mal gespannt, wie der Payoff davon dann ist. Ob ich am Ende der Serie zufrieden bin oder ob ich denke, na, war dann doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Aber ja, das sehen wir dann. Aktuell finde ich das richtig, richtig geil. Ich würde sagen, ich gebe der Folge, das könnte man ja so machen, mal so eine Zahl dem zuordnen. Ich würde der Folge tatsächlich, sage ich mal, eine 8 von 10 geben. Ja, es geht immer besser. Es war jetzt nicht die perfekte Folge und der perfekte Eintrag in Star Wars, aber für mich war das auf jeden Fall eine sehr gute Folge. 8 von 10, hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, ob meine Fantheorie tatsächlich eintritt. Wenn ihr wissen wollt, was genau meine Fantheorie ist und was nach meiner Meinung nach die Beweise dafür sind, dass ich sehr wahrscheinlich recht habe, dann guckt morgen um 15 Uhr, nee, um 16 Uhr das Video, aber um 15 Uhr bin ich schon live in einem Livestream und wir machen, was heute entschieden wurde. Ich weiß es noch nicht, als ich das aufnehme, ist der Stream ja noch nicht stattgefunden. Oder hat noch nicht stattgefunden. Und natürlich geht gerne in den Shop und holt euch die rote Pyramide mit goldenen Details. Die gibt es in 2 Ausführungen. Einmal der hier für 66 Euro und nochmal eine kleinere für 33 Euro. Sucht euch auch was Schönes als T-Shirt vielleicht aus. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, aber das ist ja gar, weiß ich jetzt nicht, vielleicht ja nochmal ein bisschen Rabatt oder so, gibt es sowas? In der Tat könnt ihr die Livestreams schauen, denn in jedem Livestream wird es ein Goal, ein Spenden-Goal quasi, sage ich mal, geben, ein Trinkgeld-Goal, sage ich mal. Und wenn das erreicht ist, dann bekommt ihr in den Chat einen Gutschein gepostet für
15 Euro für den Shop. Das heißt, wenn ihr schnell seid, wenn ihr in den Streams dabei seid und schnell genug seid, um das aus dem Chat rauszukopieren und in den Shop zu gehen und euren Checkouts quasi abzuschicken, dann bekommt ihr 15 Euro Rabatt auf eure eine Bestellung, wenn ihr den Code angewendet habt und schnell seid. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen im Stream wieder und bis dahin, Rinja Hauen.